Hallo, meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid und wir spielen heute weiter mit The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal sind wir noch hier in das Labor eingedrungen, das war noch im Stream, und haben hier einige Informationen gefunden über die Experimente des Wissenschaftlers hier. Und nun, ja, was machen wir nun eigentlich? Transformation, besorge dir mutiertes... Geräusche. Besorge dir mutiertes Riesentausendfüßler Albumin. Finde die fehlenden Megaskopkristalle. Einer fehlt uns, ne? Den habe ich noch nicht gefunden. Hätten wir uns hier anschauen können. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Suchen wir einfach mal. Vielleicht finden wir was. Ich meine, oder, warte mal, hört ihr... Ach so, die Einträge an. Vielleicht finden wir entweder... Hä, die Kiste hat doch gerade geleuchtet. Sag mal, spinne ich jetzt? Die Kiste hat gerade geleuchtet. Oder ihr habt es gesehen. Ihr könnt das Video zurückspulen und das überprüfen. Muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Grausam. Genau, nur nochmal als Recap, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt. Der Wissenschaftler hier hat an seinem Hexersohn, von Hexer entführten und mutierten Sohn rumexperimentiert, weil er seine Mutation rückgängig machen wollte. Hat das nicht geschafft, hat aber versehentlich geschafft, dass er Mutationen noch super krass verstärken kann. Und das hätten wir gerne. Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Hexermutation, Forschungsgrundlagen. Bevor Hexermutationen erwogen oder erforscht werden, gilt es, sich mit der spezifischen Physiologie und Biochemie jener Individuen zu befassen. Die Transmutationen durch die Kräuterproben sind irreversibel. Sie führen zu Unfruchtbarkeit, außerdem zu signifikanter erhöhter Körperkraft und Sinnesschärfe. Die Mutationen bewirken ferner eine Abschwächung des menschlichen Affekts. Obwohl Informationen zur Kräuterprobe und den anderen Transformationen, denen die Adepten unterzogen werden, von den Hexermeistern streng bewacht werden, behauptet Ludovic Celestine oder so von Bad Arth, dass Proteine der grauen Golofendromorphen, besser bekannt als Weiße Witwe, die Basis des Hexermuttergens konstituieren. Nachforschungen, die diese Theorie bestätigen, fehlen jedoch. Aha! Ups, ein Loch in der Wand. Könnten wir mal versuchen? Nee, schade. Ich habe mir gedacht, wenn wir den vielleicht betäuben, bleibt er draußen, aber scheinbar nicht. Dann los mit dir. Gibt's ja nicht. Wie soll ich denn gegen die Weiße Witwe kämpfen, wenn die so doof ist? Au. What? Geralt, jetzt müssen wir was unternehmen. Jetzt haben wir hier zwei weiße Witwen. Das ist nicht lustig. Eine nerviger als die andere. Das ist nicht schön. Oh, Geralt, wir sterben hier. Wir sterben hier. Wir müssen mehr rumkugeln. Nimm mal ein Quentzeichen. So, jetzt rumkugeln. Gut gemacht, Geralt. Gut gemacht. Weg.
Sven! Weg! Hin! Weg! Hin! Hin! Weg! Aber so funktioniert. Hin! Ah, come on! Ihr blöden Würmchen, ihr! Einen haben wir. Somit ist der Kampf, glaube ich, relativ gemütlich geworden im Vergleich zu vorher. Jetzt müssen wir nur warten. Hey, das ist neu. Oder mit Perwoll gewaschen. Kann auch sein. Er ist sehr weiß, ne? Es könnte schon sein. Nein. Bleib halt mal jetzt draußen. Du bist gerade einfach nur nervig. Wisst ihr, was ich... Das hasse ich wirklich. Das ist, glaube ich... Das finde ich wirklich frustrierend. Ich habe kein Problem mit schweren Kämpfen. Mit Hardcore-Kämpfen. Mit Kämpfen, die man üben muss. Ich brauche deine Eier. Mit Kämpfen, wo man auch mal verliert. Wo man sich reinbeißen muss. Mit schweren Bossen. Das ist alles cool. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ein großes Problem habe ich mit leichten Kämpfen, die nervig sind. Und das war gerade einer. Also seit der erste Tausendfüßler tot war, war das einfach nur ein nerviger Kampf. Und das hasse ich. Das ist einfach nicht gut. So ein Gegner, der immer nur kurz aufploppt und dann wieder geht und ist einfach nervig nur. Der ist nicht gut. Hier vibriert ab und zu mein Witcher-Sinn. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Habt ihr das gesehen? Wir haben gerade unseren Körper und unsere Haare verloren für einen kurzen Moment. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Hm. Und hier ist zwar ein Symbol, aber... Ich kann nicht interagieren. Schon wieder, Geralt, irgendwas stimmt mit deinen Haaren nicht. Da oben höre ich Monster. Und das da, eine brüchige Wand. Wäre das ein alternativer Eingang vielleicht gewesen? Oder ein Ausgang? Oder ein geheimer... Irgendwas Gang. Ich komme da gar nicht hoch. Interesting. Very, very interesting. But we can't go there, Geralt. No! Okay. Dann machen wir was ganz anderes. Und zwar... Ja, was machen wir denn eigentlich? Oh Gott, die Geräusche machen mich fertig. Hallo, was auch immer hier noch für Monster sind. Könnt ihr bitte entweder herkommen, damit wir kämpfen, oder die Klappe halten? Das wäre ganz lieb. Aha! Dieser Kristall gehört hierher. Ah. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Ah. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen haben wir nicht gehört. Ich glaube, der zweite war es, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Ich glaube, der... Ja, genau, der zweite ist neu. Da ist es hervorgehoben. Das ist nett von dem Spiel. Tö-tö-tö-tö-tö. Eintrag Nummer 2. Ich habe an meinem Sohn rum experimentiert, aber keine Erfolge gemacht. Das ist ziemlich doof. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Na dann, haben wir alle gehört. Insgesamt. Die anderen in der letzten Folge. Und ich habe genug gehört. Ja, aber was jetzt eigentlich?
besorge dir mutierte Tausendfüße. Okay, haben wir das nicht? Oder muss ich die jetzt erst irgendwie destillieren oder so? So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Zum Laufen. Was nun? Okay, gehen wir nochmal in das Zielgebiet. Das führt uns wieder komischerweise... Genau. Das führt uns wieder in die Tausendfüßlerhöhle. Habe ich was übersehen? Habe ich von denen vielleicht gar nicht bekommen, was ich wollte? Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe hier nur... ich glaube, ich muss noch die Eier da hinten sammeln, wahrscheinlich. Ah, noch einer. Juhu. Was für ein Spaß. Nachdem der erste Kampf schon so toll war, freue ich mich schon total auf den jetzt. Hui. Nein, du musst mehr tänzeln, Geralt. Tänzel wie Tänzel Washington. Genau so. Geralt, ich bin sehr enttäuscht von deinen weiße Witwe kaputtmacherischen Fähigkeiten. Mein Gott, kannst du nicht Gift spucken oder irgendwas? Das gibt's doch nicht. Kannst du nicht irgendwas machen, das nicht so nervig ist? Das hat er jetzt davon. Habt ihr gewusst, übrigens, kleiner Funfact am Rande, dass 100 Füßler nie 100 Füße haben. Nie. Das geht nämlich gar nicht. Weil 100 Füßler haben tatsächlich immer so um die 100. Manchmal auch sehr viel weniger und sehr viel mehr. Aber im Schnitt kommt das schon hin mit 100. Das passt schon. Allerdings würde 100 Beine bedeuten, dass die 50 Körpersegmente haben. Und 100 Füße haben nie eine gerade Zahl an Körpersegmenten. Kein einziger. Das heißt, 100 ist eine unmögliche Zahl. Außer die verlieren Beine, was schon mal vorkommt. Insofern ist das witzig, weil 100 Füße halt alles sind, aber nie 100 Füße haben. Also keine 100 Füße haben. Und 1000 Füßler schon gleich gar nicht, selbstverständlich, ist hier ganz klar. Wer hat schon 1000 Füße? Ich nicht. Ach, guckt mal, das Loch, das ich vorher entdeckt habe. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Hier sind jetzt die Eier. Da nehmen wir jetzt die Mutagene raus. Sodala. Stufe 41 Punkt. Yeah. 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 Oh Gott, Geralt, nicht sterben. Puh. Man weiß es ja wirklich nicht. So, jetzt gehen wir an die Kochkokelmaschine, oder? Jetzt wissen wir auf magische Art und Weise, wie man sie bedient, vermutlich. Oder auch nicht. Hä? Ah. Oh, oh, da stinkt's. So sinnlos, sinnvoller Maschinen zu auch sind. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Ja, muss ich das jetzt wirklich machen, sinnlos, Spiel? Sinnvoller Montur zu gehen. Ich muss meine... Also heute bist du nicht mein Freund, Witcher 3. Erst ist der Tausendfüßlerkampf nervig, dann muss ich jetzt ernsthaft meine Rüstung und meine Waffen ablegen. Wie nervig ist denn das eigentlich? Könnte das Spiel nicht bitte automatisch machen und mich danach auch automatisch wieder anziehen? Ja. Ach, Gesundheit. Ui, Verzeihung. So, das könnte das Spiel doch echt automatisch machen. Aber gut,
Bitte schön. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. Der traut sich irgendwie, oder? Könnte auch sein, dass das Ding jetzt nie wieder aufgeht. Oder die Mutagene ihn töten. Phänomenale kosmische Kräfte. Winzig kleiner Lebensraum. Cool. Ist anscheinend alles gut gelaufen. Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutation bedeutet neue Möglichkeiten, von denen normalen Leute nur träumen können. Cool, kriege ich jetzt einen Doppelsprung und weniger Fallschaden und die Möglichkeit, an Wände hochzuklettern wie Spider-Man, und kann ich Wolverine-Krallen aus meinen Fäusten rausschießen und kann ich Laser aus meinen Augen schießen. Wenn es weniger ist als das, bin ich jetzt schon enttäuscht. Der Text hat das jetzt schon so oversellt hier, das Mutationssystem. Also jetzt muss das Spiel aber delivern. Delivern! Okay, hallo? Wo ist denn das Mutationssystem? Mutationssystem, okay. Drücke Dreieck, um das Mutationsfenster zu öffnen. Ach, das ist ja ein richtiger Skilltree. Haben die über den DLC nachträglich das Rollenspielsystem eingefügt, das das Spiel schon von Anfang an hätte haben sollen, meiner Meinung nach? Schauen wir mal. Erforschen von Mutationen. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine der verfügbaren Mutationen aus. Okay, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Nein, hallo, ich möchte bitte mir das anschauen. Na gut, Tutorial, du hast wieder mal gewonnen. Erforschung von Mutationen. Um Mutationen erfolgreich erforschen zu können, musst du die erforderliche Anzahl von Fertigkeitspunkten und Mutagene dafür aufwenden. Jetzt machen Fertigkeitspunkte wieder Sinn. Und ich finde es so schade, dass ich vor kurzem jetzt erst die Fertigkeitspunkte verschwendet habe für Fertigkeiten, die ich eh nicht benutze. Na, aber ich hätte auch gar nicht genug Mutagene. Insofern, hier hätte ich genug. Na gut, aber cool, jetzt macht Leveln wieder Sinn. Da bin ich ja schon froh drüber. Erforderliche Mutationen. Um fortschrittliche Mutationen zu entwickeln, benötigst du zunächst Basismutationen. Informationen zu denen, wenn bla 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 bla. Ich verstehe schon. Das ist nicht mein erster Skilltree. Seit Final Fantasy 11 oder so. Kennt sowas, glaube ich, jeder. Oder war das der 10.? Ich glaube, der 10. hatte schon so super, super komplexe, ausgeprägte Skilltrees, oder? Oder vielleicht sogar schon früher, ne? Ach, was weiß denn ich? Ich bin nur eine Puppe, die ich drauf programmiert habe, Witcher zu spielen und zu moderieren. Hä? Die ich drauf programmiert habe? Naja, egal. So. Magische Sensibilität. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Oh, das ist ja nett. Schon bla bla bla. Ja, ist cool. Können wir aber nicht machen. Schwertangriffe bewirken 35% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Das ist schon wieder so viel Wenns und Abers. Kann der Satz nicht hinter Schaden einfach enden? Schwertangriffe bewirken 35% Schaden, Punkt. Und ich sag, yes. Aber dann kommt er noch an menschlichen Gegnern. Und ich denke mir so, na okay, immer noch gut, die immun gegen Konter sind. Und ich denke mir so, was weiß denn ich jetzt, wer das ist überhaupt? Wer qualifiziert sich denn da? Und an Monstern. Ah ja, das ist wieder gut. Da sage ich wieder, juhu, tolle. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer ist als 25%, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Okay. Aber gut, finde ich gut. Es ist nur, ja.
Okay, wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 1,5% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe auf den Gegner. Derzeit 1,5% bis maximal 150%. Das sind so Sachen, ey. Jetzt muss ich das auch noch lesen. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Chance und Schaden steigen mit der Zeichenintensität. Derzeit 37% Chance auf zusätzliche 176% Schaden. Gegner, die mit kritischen Treffer durch Zeichen getötet werden, explodieren. Ja, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das ist schon cool, wenn man Igni macht, ne? Und dann kritischer Igni-Treffer und dann Explosion. Aber ich habe mich halt jetzt voll eigentlich spezialisiert auf Gedankenkontrolle. Ich weiß nicht, ob die Gegner auch durch Gedankenkontrolle explodieren können. Wäre lustig. Aber eigentlich ist das nicht unbedingt ein offensives Zeichen. Aber mit der Druckwelle, ne? Mit der Druckwelle und dann explodieren alle. Das ist lustig. Wir brauchen mehr Fähigkeitspunkte. Okay, das hat sich gelohnt, hier gewesen zu sein, finde ich, Geralt. Das war gut. Jetzt haben wir wieder eine Progression im Spiel, ein Progressionssystem, das motiviert, hochzuleveln. Das... Hilfe? Färbemittel? Mit Färbemitteln kannst du deine Rüstung färben. Denk daran, dass du nur Objekte umfärben kannst, die zu Hexa-Ausrüstungen gehören. Färbemittel Vorschau. Jaha, meine Güte. Wie viel Tutorial-Texte kann man bitte machen, um einem das Einfärben von Objekten zu erklären? Wie kompliziert kann das sein? Mit Entfärben kannst du ursprüngliche Farben des Gegenstands jederzeit wiederherstellen. Also nur Mut. Nur Mut. Okay. Anscheinend können wir Sachen umfärben, aber nur Hexergegenstände und wir haben gar keine. Insofern ist es egal. Jetzt versuchen wir mal, unsere Schwerter wiederzufinden, ne? Ich glaube, das waren sie. Das war gar nicht so schwer. Sehr gut. Ja. Gut. Ja, können wir... Nee, können wir nicht, ne? Müssen wir jetzt echt zu Fuß wieder zurücklatschen? Ah, ja, jetzt, ne? Ein Kraftspeicher für Portale. Ein Kraft... Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder Zeichen. Auffüllen. Ganz genau, Gary. Nein, das war das falsche Zeichen. Dann wahrscheinlich mit Art. Ah ja. Ich dachte schon, jetzt lassen die uns echt zurücklatschen. Aber nein, das haben die gut gemacht. Immer einen Hinterausgang dem Spieler bieten, damit er nicht nochmal den Eingang zurücklaufen muss. Aber ich meine, mein Gott, ey. Das ist wirklich schon Standard seit den frühen 2000ern sowas. Allerdings, wenn ich so zurückdenke an die ganz frühen Rollenspiele, ich könnte gar nicht mehr sagen, welche genau es waren, aber es gab welche, da blieben alle Gegner am Boden liegen. Und wenn ihr euch erinnert, in so alten Rollenspielen hat man ja teilweise so hunderte von Gegnern. So die alten Heroes of Might and Magic oder auch so, oder? Ich glaube zumindest auch die alten... Elder Scrolls, hat man teilweise hunderte und tausende von Gegnern abgeschlachtet. Das sind ja richtige Horden mit der simpelsten KI überhaupt einfach auf einem zugeströmt. Und dann hat man sich durch den Dungeon gekämpft und überall lagen die Leichen. Und wenn man dann am Schluss den Rückweg wieder machen musste, weil damals gab es diesen Komfort noch nicht, und überall diese Leichen lagen. Alles war gepflastert von toten Orks und Ogroiden und Goblins und so. Das war irgendwie schon auch cool. Muss man schon auch sagen. Da sieht man so, was man... Na, das Tageswerk liegt einem da zu Füßen, wenn man fertig ist und abgeschlossen hat, den Bossraum geplündert hat. Und dann geht man raus und sieht so, was für ein Schlachtfeld man hinterlassen hat. Das war schon auch cool. Das hat schon was. Trotzdem habe ich lieber den geheimen Hinterausgang, wenn ich es mir aussuchen kann. Wartet mal! Bohnen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Irgendwas stimmt hier nicht. What? Ich glaube, wir müssen aussteigen. Tja,
Unspielbar, das Spiel. 1 von 10. So. Gehe ich jetzt wirklich dahin, wo wir hauptquest-technisch hin sollen? Stimmt, oder? Ich wollte doch eigentlich die, wir fangen mit dem niedrigsten Level an, Regel hier auch wieder verfolgen. Und ich finde, das macht auch Sinn. Ich glaube, so führen wir fort. Dann fangen wir wirklich jetzt mit der Level 35 Mission hier an. Gesänge eines Ritterherzens. Besuche Guillaume Gülme im Zelt des Doktors. Ach, wisst ihr was, Plötze. Los geht's. Wo muss ich hin? Diese Punkte sind manchmal verwirrend. Gerade wenn man durch die Prärie reitet, springen die manchmal rum, ey. Aber so ungefähr weiß ich, wo wir lang müssen, Plätze. Das schaffen wir schon. Komm, du musst Mut haben, Plätze. Habe Mut, um durch die Steppe zu humpeln. Und dann schaffen wir das. Tada, gleich kommt wieder eine Straße. So, bitteschön. Dann folge halt der Straße, wenn du unbedingt willst. Auch okay. Querfeld ein wäre halt schneller, aber gut, du bist hier das, aus dem Weg. Transportmittel unserer Zeit. Du wirst das schon wissen. Wenn du unbedingt meinst, dann geh halt hier die Treppe hoch. Na schau, und schon bleibst du hängen. Ich wollte ja Querfeld einreiten, aber gut, du musstest ja unbedingt hier die Straße entlang. Ich hab dich gewarnt, Plätze. Aber Plötze weiß ja immer alles besser. Typisch. Die Stadt ist aber auch nicht sehr pferdefreundlich designt, ne? Die Sahne ist wie ein Rattenfänger. Nützlich, wenn die Muschi zu Hause zu dick wird. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Die Kommentare der NPCs aus dem Hintergrund. Ein Spruch schlimmer als der andere. War das in Novigrad auch schon so? Vielleicht ist es mir da nicht aufgefallen, weil da ist alles so abgefuckt und heruntergekommen und asslig, dass ich mir dachte, ja, passt. Aber hier fällt es mir gerade echt auf. Vielleicht war es nur Zufall. Die letzten zwei NPCs labern eine Kacke. Da wird einem schlecht. Na gut, Geralt, bitteschön. Schneller! Wir sind doch nicht mehr... Ja, jetzt, okay. Wir mussten noch über die Brücke. War wahrscheinlich eine Spielstraße, auf der wir da gerade waren. Da darf man nicht schneller als 20 reiten. Wobei Plötze nie jemanden über den Haufen reiten würde. Kann Plötze, glaube ich, wirklich nicht, oder? Man kann Gegner nicht umreiten. Oder doch? Ich glaube nicht. Nur ein bisschen schubsen. Okay. Bitte, mach das. Sprich mich. Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Wer bist du? Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Ist das der Ritter aus der Arena vorher oder wer ist denn das? Weil Geralt so geredet hat, als ob wir den kennen. Ich dachte, ich reite jetzt hin wegen einem Plakat, also wegen einem Aushang, den wir gesammelt haben. Aber ich wüsste nicht, wer sonst ist, oder? Keine Ahnung. Naja. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat. Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte.
Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal, als würde sie sich in Luft auflösen. Was du da gehört hast, vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber? Darüber, wie verschlossen Vivienne ist. Dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht. Dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht. Denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Wie funktioniert das Turnier genau? Das ist die Veranstaltung des Jahres. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Nein. Du hast die Wahl. Keine Pferderennen, bitte. Bitte nicht reiten. Oh
Gott, ja komm, fangen wir damit an. Plötze könnte mal wieder etwas Wind um die Nase vertragen. Oh Gott. Oh Gott. Das Rennen des Turniers hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten an. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Die Götter haben das Biest zur Strafe für unsere Sünden geschickt. Wir sind in unser Herzogtum sollte drei ganz bestimmte Farben in der Flagge führen. Hey, wenn du mein Pferd schiebst beim Rennen, haben wir ganz gute Chancen, glaube ich. Was hältst du denn davon? Wo laufen wir denn hin? Langsam, langsam. Es ist alles bereit. Ja, bringen wir es hinter uns. Es ist nicht ganz einfach. Na toll. Auf der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Nein. Musst du mit dem Schwert. Nein. Ziele mit der Armbrust treffen. Nein. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Nein. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, nein. Ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Oh. Beim richtigen Rennen ist die Strecke Gott. Mit Kampfrittern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Um Himmels Willen, das klingt wie die absolute Hölle. Berittener Kampf. Wenn du eine Angriffstaste gedrückt hältst, wird der Zeitlupenmodus aktiviert. Das höre ich zum ersten Mal. Gut, dass hier so ein Tutorial nochmal kommt. Nach irgendwie 200 Stunden lerne ich, wie man vom Schwert aus zuhaut. Interessant, interessant. Geralt entscheidet je nach Position des Gegners selbst, von welcher Seite er angreift. Ja, ich hoffe, das funktioniert besser als die Wegfindung von Plötze. Beritten schießen, wenn du die Zielentaste gedrückt hältst, Zeitlupenmodus. Na gut, Plötze. Das wird die Hölle. Los geht's. Halt! Sehr gut. Plötze! Läuft doch ganz gut bis jetzt. Hier hat, mein Gott, hier hat Plötze nicht mal automatische Wegfindung. Wirklich, ich muss alles manuell lenken. Wer hat sich das ausgedacht? Welcher sadistische Game Designer hat gedacht, das ist doch eine gute Idee. Oh, der hat getroffen. Wow, das ist nett. Okay, das war wirklich nett. Hätte ich nicht gedacht. Na, das war doch ganz leicht. Und? Weltrekord? Langsamer. So, reicht es dir? Oder willst du nochmal reiten? Um Himmels Willen, nein! Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaufen. Die Betonung von Geralt war gerade sehr passend. Es reicht. Machen wir deine blöde... Hey, genau, ja, ich habe genug geübt. Learning by doing, mein Freund. Los geht's. Aber heute nicht mehr. Jetzt machen wir erstmal Schluss hier mit unserer Doppelfolge. Und morgen geht's dann wieder mit einer normalen Singularfolge weiter. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren wäre wie immer toll. Und schaut doch vielleicht auch bei Patreon vorbei, wo ihr den Kanal mit einer kleinen monatlichen Summe unterstützen könnt. Wenn ihr wollt, würde mir sehr helfen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.